DME M1.1, DME M3.3, MS40, DME M1.7, DME M3.1. Wissen Sie, welche DME-Variante in welchem Fahrzeug eingebaut ist? Nein? Macht nichts. Auch wir können es von außen nicht immer gleich feststellen. Erster Blick unter die Haube gibt uns und Ihnen mehr Aufschluss darüber. Aber auch nur dann, wenn man die einzelnen Varianten ganz genau kennt. Aber blicken wir kurz zurück. Bei den ersten Einspritzsystemen, zum Beispiel bei der LJetronic, waren die Steuerung der Einspritzung und der Zündung voneinander getrennt. Das kennen Sie vielleicht noch. Da aber Ansaugluftmenge, Einspritzzeitpunkt und Einspritzmenge sowie der Zündzeitpunkt einen direkten Einfluss auf den Motorlauf haben, hat man die Einspritzsysteme weiterentwickelt. Mit dem Ziel, den Motorlauf in allen Betriebszuständen zu optimieren. Mit der Einführung der digitalen Motorelektronik, wir sprechen dabei auch vom Motormanagement, wurden die Einspritzsteuerung und Zündungssteuerung in einem Steuergerät vereint. Das hat die folgenden Vorteile. Erstens genauere Einspritz- und Zündungssteuerung. Zweitens genauere Gemischzusammensetzung und dadurch bessere Ausnutzung des Kraftstoffes und weniger Schadstoffausstoß. Und so weiter. Was erwartet Sie nun in diesem Programm? Wir zeigen Ihnen die DMEM-Varianten und die Siemens-Motorsteuerung MS40, deren Gemeinsamkeiten und vor allem auch deren Unterscheidungsmerkmale. Wir haben das Thema DME-Varianten in die folgenden vier Hauptthemen eingeteilt. Den Ansaugtrakt mit Luftfilter, Luftmesser, Leerlaufsteller, Drosselklappe, Luftsammler. Das ist für Sie sicherlich nicht neu. Die Kraftstoffseite besteht primär aus Tank, Kraftstoffförderpumpe, Druckleitung, Einspritzventilen und Druckregler. Bei Cut-Fahrzeugen und je nach Ländervarianten ist zusätzlich ein Aktivkohlefilter und ein Tankentlüftungsventil eingebaut. Auch das kennen Sie. Der Zündkreis besteht normalerweise aus Zündspule, Zündverteiler, Leitungen und Zündkerzen. Auch nicht neu. Abgasseitig ist je nach Ausführung die Auspuffanlage oder bei Cut-Fahrzeugen zusätzlich eine Lambda-Sonde vor dem Katalysator eingebaut. Nicht vergessen dürfen wir bei unserer Betrachtung die Sensorik. Wie zum Beispiel den Drehzahl- und OT-Geber. Oder die Sensoren, die für die Feinabstimmung wichtig sind. Die Steuerung erfolgt bei allen DMEs durch ein Steuergerät. Je nach DME-Variante werden Steuergeräte mit 55 oder 88 Pins verwendet. Alle Steuergeräte arbeiten aber nach dem gleichen Prinzip. Eingangsinformationen empfangen, verarbeiten und ausgangsseitig Bauteile steuern. Es kann aber nur dann arbeiten, wenn es eine entsprechende Spannungsversorgung hat. Das gilt für alle Steuergeräte.
Diese beiden Geräte sehen beinahe gleich aus, sind aber in ihrem Funktionsumfang verschieden. Denn der wesentliche Unterschied liegt im Verborgenen, zum Beispiel im Steuerumfang, das heißt, wie und was die DME steuert. Sehr wichtig sind die gespeicherten Kennfelder für Einspritzung und Zündung. Sie sind auf den jeweiligen Motortyp abgestimmt und entscheiden über den Motorlauf und Leistungsentfaltung. Passen sich die Kennfelder automatisch auf geänderte Bedingungen an, dann sprechen wir von Adaptionsfähigkeit. Zum Beispiel bei der lernenden Einspritzung. Alle DMEs haben einen integrierten Fehlerspeicher. Wie viele und unter welchen Umständen Fehler erkannt und gespeichert werden, ist auch unterschiedlich. Aber wie gesagt, alles läuft im Verborgenen ab. Es gibt aber noch eine weitere Gemeinsamkeit. Ab DME M1.1 sind alle Steuergeräte in der E-Box eingebaut. Beim 5er, beim 7er und 8er hier und im E36 hier. Beim E30 ist das DME-Steuergerät oberhalb des Handschuhfaches eingebaut. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, alle DME-Varianten sind diagnosefähig. Das bedeutet, die Fehlerspeicher der Steuergeräte können über den BMW Service Test bzw. MODIC ausgelesen werden. Beim Testen erhalten Sie als erste Seite die DME-Identifikation und die ist für Sie sehr wichtig. Anhand dieser Information wissen Sie, ob die Zuordnung des Steuergerätes zum Fahrzeug richtig ist. Mit dem MODIC können Sie die DME M1 und Varianten auf das entsprechende Fahrzeug kodieren. Auch das sollten Sie bereits kennen. Ab DME M3 sind die Steuergeräte für Fahrzeuge mit Katalysator und ohne Katalysator verschieden. Bitte vergessen Sie nicht, unabhängig vom Steuergerät erfolgt bei allen DMEs die Steuerung des Motors gleich, nur der Funktionsumfang ist verschieden. Erinnern Sie sich noch an die Zweigebermotronik. Das Merkmal waren diese zwei Geber am Schwungrad, OT und Drehzahlgeber. Diese sind nun zu einem Geber zusammengefasst. Er sitzt hier und erfasst über diese Zähne die Drehzahl und über die Zahnlücke den oberen Totpunkt. Dieser Induktivgeber gibt dem Steuergerät ein sehr wichtiges Signal und ist bei allen DMEs gleich. Als zusätzliche Hauptsteuergröße benötigt das Steuergerät die angesaugte Luftmenge. Anhand dieser Signale kann bereits die Steuerung erfolgen. Damit aber der Motor in allen Lastbereichen rund läuft, eine gute Leistung hat und der Schadstoffausstoß gering ist, benötigt das Steuergerät weitere Eingangsinformationen. Nach dem Luftfilter sitzt bei allen DMEs ein Gerät zur Messung der Ansaugluft. Zum Beispiel ein Luftmengenmesser. Vor der Stauklappe ist ein Lufttemperaturfühler eingebaut. Die angesaugte Luftmenge wird über ein Potentiometer ans Steuergerät gemeldet. Wir unterscheiden Luftmengenmesser mit CO-Einstellpotentiometer und Luftmengenmesser mit Luftbypass und Einstellschraube.
Eine andere Variante der Ansaugluftmessung ist der Hitzdrahtluftmassenmesser. Oder die modifizierte Version der Heißfilmluftmassenmesser. Was haben Luftmengenmesser, Hitzdrahtluftmassenmesser und Heißfilmluftmassenmesser gemeinsam? Erstens, sie sind direkt im Ansaugtrakt nach dem Luftfilter eingebaut. Zweitens, sie melden dem Steuergerät die angesaugte Luftmenge bzw. Masse. Mit anderen Worten, sie liefern dem Steuergerät das wichtige Eingangssignal Ansaugluft. Der Lufttemperaturfühler sitzt beim Luftmengenmesser hier. Bei Fahrzeugen mit Hitzdraht- bzw. Heißfilmluftmassenmesser wird die Lufttemperatur indirekt über die Luftmasse erfasst. Als Korrekturgröße ist zusätzlich ein Temperaturfühler im Luftsammler eingebaut. Auch diese Signale sind Eingangssignale und dienen dem Steuergerät zur Feinabstimmung des Motorlaufes. Ist im Ansaugtrakt ein Hitzdraht-Luftmassenmesser eingebaut, so muss von Zeit zu Zeit der Hitzdraht freigebrannt werden. Dazu wird er vom Steuergerät nach Abstellen des Motors für ca. eine Sekunde angesteuert und freigebrannt. Damit das Steuergerät weiß, in welchem Lastbereich sich das Fahrzeug befindet, ist an der Drosselklappe ein Schalter bzw. Potentiometer angeschlossen. Oder wie hier, ein Schalter mit Potentiometer. Im Drosselklappenschalter sind zwei Kontakte eingebaut. Einer meldet dem Steuergerät den Leerlauf, der andere die Volllast. Ist kein Kontakt geschlossen, erkennt das Steuergerät die Teillast. Ist eine Schalter-Potentiometer-Kombination eingebaut wie hier, so erkennt das Steuergerät Teillast anhand des Spannungsabfalls am Potentiometer. Diese Signale sind Eingangsinformationen. Die Funktion des Drosselklappenschalters können Sie ganz leicht mit dem BMW-Service-Test überprüfen. Ist nur ein Drosselklappenpotentiometer eingebaut, erkennt das Steuergerät über den Spannungsabfall am veränderbaren Widerstand die Bereiche Leerlauf, Last und Volllast. Anhand dieser Eingangsinformation kann das Steuergerät gerade im Teillastbereich eine Feinabstimmung entsprechend dem momentanen Lastzustand vornehmen. Das Drosselklappenpotentiometer können Sie ebenfalls mit dem Tester überprüfen. Motoren mit elektronischer Leistungsregelung, wie zum Beispiel der M70-Motor, haben kein Drosselklappenpotentiometer bzw. Schalter. Bei diesen wird der Lastzustand von der EML ans DME-Steuergerät gemeldet. Und noch eine Besonderheit gibt es. Motoren mit EML haben keinen Leerlaufsteller. Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit EML ist der Drosselklappe immer ein Leerlaufsteller parallel geschaltet. Das ist nicht neu. Die Aufgaben sind unter anderem durch Veränderung des Luftspaltes den Leerlauf stabil zu halten bzw. zu verändern, wie zum Beispiel bei eingeschalteter Klimaanlage.
Je nach DME sind folgende Leerlaufdrehsteller eingebaut. Zwei Wicklungs-Leerlaufdrehsteller, leicht zu erkennen an den drei Kontakten, oder ein Wicklungs-Leerlaufdrehsteller, leicht zu erkennen anhand der zwei Kontakte. Leerlaufdrehsteller sind Stellglieder und müssen daher vom Steuergerät angesteuert werden. Bei der Überprüfung ist generell zu beachten, Sie dürfen die Leerlaufdrehsteller nur mit dem Tester ansteuern oder durch Schütteln überprüfen. Sie dürfen aber auf keinen Fall den Drehschieber mit dem Finger oder einem Werkzeug bewegen. Die Kraftstoffversorgung des Motors und die Aufbereitung ist bei allen DMEs im Prinzip gleich. Bei allen neueren Modellen erfolgt die Kraftstoffförderung über eine In-Tank-Kraftstoffpumpe mit integrierter Vorförderpumpe zur Vermeidung von Blasenbildung. Die Ansteuerung erfolgt über das Kraftstoffpumpenrelais. Unterschiede gibt es bei den verwendeten Druckreglern. Bei allen Motoren wird nur ein Druckregler verwendet, mit Ausnahme M70-Motor. Dieser hat zwei Kraftstoffförderkreise und deshalb auch zwei Druckregler. Die Einspritzventile sind auf den jeweiligen Motortyp abgestimmt und werden von der DME in Gruppen oder einzeln angesteuert. Es gibt Einspritzventile, die einen Spritzkegel sprühen. Diese sind für zwei Ventiler. Und Einspritzventile, die einen Doppelkegel sprühen. Diese werden für die Mehrventilmotoren verwendet. Ein grundlegender Unterschied zwischen den DME-Varianten ist die Ansteuerung der Einspritzventile. Bei den DMEs M1.1 bis M1.7 werden beim Motorstart zuerst alle Einspritzventile angesteuert. Nach Erkennen des Zylindererkennungssignals wird alternierend in Zweiergruppen Kraftstoff eingespritzt. Einspritzsignale sind Ausgangssignale. Damit aber das Steuergerät weiß, wann es welche Gruppe Einspritzventile ansteuern muss, ist eine Zylindererkennung eingebaut. Bei den M1-Varianten ist ein Zylindererkennungssensor an der Zündleitung des letzten Zylinders eingebaut. Die Zylindererkennung ist ein Eingangssignal. Ab den DME M3-Varianten wird nun jedes Einspritzventil individuell angesteuert. Das bezeichnen wir als zylinderindividuelle Einspritzung. Die Vorteile sind, der Kraftstoff wird immer zum richtigen Zeitpunkt vor das geschlossene Einlassventil gespritzt. Das gibt eine optimale Kraftstoffgemischaufbereitung und dadurch eine optimierte Verbrennung und noch geringeren Schadstoffausstoß. Tritt ein Fehler auf, kann das Einspritzventil des entsprechenden Zylinders abgeschaltet werden. Der Fehler wird natürlich im Fehlerspeicher abgelegt. Die Zylindererkennung erfolgt bei den DME M3-Varianten über einen Nockenwellengeber. Das ist ein Eingangssignal. Den Aufbau des Zündkreises kennen Sie.
Das Steuergerät steuert über eine Zündungsendstufe die Zündspule an. Die Zündverteilung erfolgt über den Verteiler und die Zündkabel zu den Zündkerzen. So war es jedenfalls bisher. Da durch die Mechanik des Zündverteilers die Zündwinkelbeeinflussung begrenzt ist, hat man das Zündsystem weiterentwickelt. Ab den DME-M3-Varianten wird nun generell die ruhende Hochspannungszündverteilung verwendet. Sie ist leicht zu erkennen, da jeder Zylinder eine eigene Zündspule hat. Jede Zündspule wird direkt vom Steuergerät angesteuert. Zündsignale sind immer Ausgangssignale. Ist das Fahrzeug mit einem Katalysator ausgerüstet, so ist mindestens eine Lambda-Sonde eingebaut. Das Lambda-Sondensignal ist ein Eingangssignal für das Steuergerät. Es hat einen direkten Einfluss auf die Einspritzregelung. Damit die Lambda-Sonde schneller die Betriebstemperatur erreicht, ist sie mit einer Heizwicklung ausgerüstet. Wir haben nun alle Komponenten und Signale besprochen, die im direkten Zusammenhang stehen mit der Ansaugung, Einspritzung, Zündung und Abgas. Um einen optimalen Motorlauf zu erreichen, benötigt das Steuergerät noch mehr Informationen. Eine Zusatzgröße ist bei allen DMEs die Motortemperatur. Weitere Eingangsinformationen sind der Schalter Klimaanlage und das Signal Klimakompressor zugeschaltet. Erkennt das DME-Steuergerät das Signal Klimaanlage eingeschaltet, wird die Leerlaufdrehzahl leicht angehoben. Schaltet der Klimakompressor im Leerlauf zu, dann wird der Leerlaufsteller weiter geöffnet, um einen Drehzahlabfall zu verhindern. Zwangsläufig wird auch die Einspritzzeit angepasst. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe erhält die DME auch Informationen vom Wählhebel und dem Automatikgetriebesteuergerät. Was bewirken aber diese Informationen? Bei eingelegter Fahrstufe wird die Leerlaufdrehzahl reduziert, um eine Kriechneigung des Fahrzeuges zu verringern. Im Fahrbetrieb erhält das DME-Steuergerät vom EGS vor jedem Schaltvorgang ein Signal. Das DME-Steuergerät nimmt dann den Zündwinkel für kurze Zeit zurück und ermöglicht dadurch das sanfte, beinahe ruckfreie Schalten. Ist eine Diebstahlwarnanlage bzw. ein Bordcomputer eingebaut, so erhält die DME bei geschärfter Diebstahlwarnanlage bzw. aktiviertem Bordcomputer während des Startversuches das Signal Wegfahrsicherung aktivieren. Ab der Motronic-Variante M1.2 können zusätzlich die folgenden Signale eingehen. ABS-ASC aktiv. Dadurch wird, je nach Fahrsituation, eine Zündwinkelverstellung vorgenommen oder die Zündung und Einspritzung ausgeblendet. Das Steuergerät EML meldet den Lastzustand des Motors. Fahrgeschwindigkeit und Lichtschalter werden zur Korrektur der Leerlaufdrehzahl herangezogen. Ausgangsseitig sind zu beachten das Motordrehzahl- und Einspritzzeitpunktsignal,
und natürlich die Diagnoseschnittstelle. Je nach Motortyp gibt es zusätzliche Ausgangssignale. Bei manchen Varianten wird über das DME-Steuergerät der Klimakompressor je nach Fahrzustand zu- bzw. abgeschaltet. Beim M50 mit variabler Nockenwellensteuerung, kurz VANOS genannt, wird von der DME die Verstellung der Einlassnockenwelle aktiviert. Beim neuen M5 mit S38-B38 Motor erfolgt die Steuerung für die Abgasnachverbrennung und die Verstellung der Resonanzklappen direkt vom DME-Steuergerät. Beim M3 mit S50-B30 Motor wird ebenfalls die Abgasnachverbrennung gesteuert. Die Lastdaten zur Regelung der VANOS werden über den schnellen Datenbus CAN ans VANOS-Steuergerät übertragen. Auch die DISA des M42-Motors wird vom DME-Steuergerät aktiviert. Neben den bekannten Bosch DME-Varianten kommt auch bei manchen Modellen die Siemens-Motorsteuerung MS40 zum Einsatz. Diese beiden Systeme unterscheiden sich erstens durch das Steuergerät. Achtung, Sie dürfen bei der Diagnose die Steuergeräte niemals vertauschen. Zweitens, im Ansaugtrakt ist bei der MS40 immer ein Heißfilm-Luftmassenmesser eingebaut. Drittens, anstelle des Induktivgebers der Kurbelwelle und Nockenwelle wird bei der MS40 je ein Winkelgeber verwendet. Fällt der Kurbelwellensensor aus, dann zieht die MS40 das Nockenwellengebersignal als Ersatzgröße heran und der Motor läuft. Viertens, die MS40 ist grundsätzlich mit einer Klopfregelung ausgestattet. Fünftens hat sie eine sekundärseitige Zündkreisüberwachung. Mehr über diese Funktionen erfahren Sie im SIP DME M3.3. Im Abgasregelkreis besteht ein besonderer Unterschied. Sie wissen, die Lambda-Sonde erzeugt ein Spannungssignal. Das stimmt bei der DME. Die bei der MS40 verwendete Sonde ist eine Widerstandssprungsonde. Die Beheizung erfolgt direkt vom Steuergerät ohne Relais. Je nach Abgaszusammensetzung ändert sich der Sondenwiderstand sprunghaft. Anhand des Spannungsabfalls erkennt nun das Steuergerät die Abgaszusammensetzung und Abgastemperatur. Optisch beinahe gleich sind die Temperaturfühler Wasser und Luft. Sie haben aber andere Widerstandskennlinien. Das sind die Hauptunterschiede zwischen den DMEs und der MS40. Wir hoffen, Sie kennen nun die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der DME-Varianten. Zum Schluss geben wir Ihnen einen Tipp. Bevor Sie mit einer Fehlersuche beginnen, schließen Sie das Diagnosegerät an und prüfen Sie zuerst anhand der Identifikationsseite, welches Motormanagement eingebaut ist. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Erfolg.